Wo muss ich hin? Doch, hat er. Ich muss einen Weg finden, Borgs Schmerz zu lindern und ihn für meine Wünsche zugänglich zu machen. Du hast mich belogen. Du sagtest, du würdest ihn retten. Ich sagte, ich würde ihn finden. Das ist nicht mein Bruder. Nicht mehr. Wie geschah es? Erzähl es mir. Alles. Als ich mich dem Dorf näherte, hörte ich lautes Gebrüll. Wie von einem verletzten Bären. Bald darauf wurde ich Zeuge des Endes einer gewaltigen Schlacht. Schwindelt der gerade wirklich? Sindri wurde von allen Seiten von Riesen bedrängt. Das eines Gottes würdige Gebrüll kam von ihm. Er hatte wirklich eine sehr tiefe Stimme. Er schwang Hammer und Meißel mit ungewöhnlichem Geschick. Ja, ja, das sah ich ihn viele Male in der Werkstatt tun. Überall lagen Riesen herum, von Sindris Hand gefällt. Doch dann fiel einer auf feige Art einem Bruder in den Rücken. Doch noch während Sindri fiel, warf er seinen Meißel und tötete den feigen Mörder mit einem Treffer zwischen die Augen. Er schwindelt ihn gerade wirklich an, das ist so respektlos. So wird es geschrieben stehen. Wie soll ich Brock beibringen, dass die Werkzeuge fehlen? Sprich mit den anderen Gästen. Hallo, ich will mit dir sprechen. Wo könnten sie sein? Stimmt etwas nicht, Vessal? Gar nichts stimmt. Wir begraben den größten Schmied, den es je gab, und uns fehlt sein Werkzeug für die Grabbeigabe. Hätte ich mal den Hammer mitgenommen. Ich habe einiges davon in Ölstorp. Wenn du willst, kann ich es... Das war nur der Ersatz. Sein bestes Werkzeug hat er nie außerhalb der Zuflucht benutzt. Verstehe. Wie können solch wertvolle Gerätschaften verlegt werden? Verlegt? Ha. Sei nicht dumm. Sie wurden versteckt. Von Sindri? Damit sie niemand anderes anrührt. Vor allem nicht Brock. Nur können wir sie jetzt eben nicht finden. Das ist Bruderliebe. Und du hast keine Ahnung, wo sie sein könnten. Naja, sie sind nicht in der Zuflucht, so viel ist sicher. Aber zu weit weg können sie auch nicht sein. Würde mich nicht wundern, wenn die irgendwo hoch oben sind. Ich dachte, Zwerge hätten Höhenangst. Nicht unser Sindri. Er war ein guter Kletterer. Ich hingegen bleibe lieber mit beiden Beinen auf dem Boden. Ich auch. Gehört. Wie kann ich mit dir sprechen, wenn mein Herz in zwei gerissen ist? Na, ist ja gut. Ich mag die Zwerge ja sehr, aber ihre ständige Hilfsbedürftigkeit ist ermüdend. Oh, Loki. Freund, Verräter. Was gäbe ich dafür, deine goldenen Worte zu hören? Selbst die Lügen. Wenn ich Sindri wäre, wo würde ich mein geliebtes Werkzeug verstecken? Vielleicht hoch. Ja, dass es hoch oben ist, haben wir mittlerweile gerafft. Aha. Eine königliche Eiche. Ob das Sindris geliebter Eichelbaum ist? Das Nest sieht nach einem vielversprechenden Versteck aus. Hätte ich Flügel, könnte ich es leicht erreichen. Nur damit es dann voll ist. So. Hups. Hui. Ich. Sindris Handwerkszeug.
Buddel, buddel, buddel. Ich muss diese Gerätschaften zu Sindris sterblichen Überresten bringen, bevor das Ritual beginnt. Mina will unbedingt wieder rein. Das Problem, wenn ich sie jetzt reinlasse, müsste ich die Tür wieder zumachen und dann sitzt sie nach spätestens 2 Minuten vor der Tür und will wieder raus. Weißt du, weil das nun mal das ist, was Katzen tun. Seines großen Bruders zurecht? Der Tor schafft das schon, der Brock. Das Unheil wurde abgewendet. Jetzt weiß ich, warum manche dich einen Gott nennen. Ich werde noch ganz rot. Aber ja, ich habe meine Momente. Helden sterben, aber nicht ihr Vermächtnis. Sindris Mut war so außergewöhnlich, dass er heute Abend als erster seines Volkes in Valhall feiert. Zwerge sind nun mal keine Krieger, ne? Die meisten zumindest nicht. Sprich mit Ivaldi. Ivaldi ist gekommen. Vielleicht kann er mir nützlich sein. Das klingt so böse. Ich bin deswegen hier, nicht wegen der Gesellschaft. Ihr Zwerge, wie nett die alle sind. Sie hat mir bereits genug Ärger beschert. Es war kein Zwerg, der halb Jötunheim auf der Suche nach einem geheimnisvollen Met durchwühlte. Ich weiß nicht, wovon du redest. Weißt du, alter Freund, nun wäre ein guter Augenblick für eine große Geste. Zum Beispiel? Eine würdevolle Rede von dir, Sindaris größtem Rivalen, würde sicher. Ach, leck mich! Wir alle müssen Zugeständnisse machen. Ich kann dir sogar die süßen Worte einflüstern. Mach's die doch schön. Die Zeit lässt die Quelle des Leids versiegen. Sie bringt Hoffnung, die über den kalten Tod hinausblickt. Sie macht aus dem Strudel der Trauer die ruhigen Wasser der sinnstiftenden Einkehr. Sind diese Worte für Sindri oder Baldar? Baldar lebt. Warum sollte er solche Worte bedürfen? Sicher, sicher. Ich wollte nicht... Na, du weißt schon. Gut. Ich halte die Rede. Aber es wird meine eigene sein, nicht deine. Dichtkunst ist nichts für uns Zwerge. Hör mich auch nicht. Wenn alle Fackeln entzündet sind, ist an eine Rede nicht zu denken. Ivaldi ist gekommen. Vielleicht kann er mir nützlich sein. Ja, dann mach sie doch an. Ach, jetzt komm. Ups, fast geschafft. Die Zwerge haben mir einen Platz zugeteilt. Das ist eine große Ehre. Woher weißt du das? Mein Bruder, ein wahrer Meister. Er war... Ich mochte Sindri genauso wenig wie er mich. Und doch konnte er mit dem Hammer umgehen, mit dem Meißel, mit der Säge auch. Und er wusste, die Blasebälge zu bedienen. Manche sagen besser als sonst jemand. Besser als ich. Brock
Dein Bruder war ein sehr guter Schmied. Ich bewunderte ihn sehr. Meister Brock, du hast Sindri ausgezeichnet verabschiedet. Das ist das Mindeste, was er verdient hat. Aber feiert er wirklich in Valhall? So ist es. Ich sah es in einer Vision. Komm, gehen wir ein Stück. Nun sag mir, bist du bereit, Sindris gutes Werk fortzuführen? Ivaldi zu helfen, war nicht das Werk meines Bruders. Aber Surtur Totsen war es, und das brachte ihm den Tod. Die Gier nach Met brachte ihm den Tod. Beides. Es forderte Mut, nach diesem Met zu suchen. Damit trotzte er Surts Herrschaftsanspruch. Ein grotesker Gedankengang. Mir scheint es äußerst klar. Ich denke nicht, dass ich dir irgendwas schuldig bin. Wird es dein Bruder nicht beerdigen können? Ich setzte mein Leben aufs Spiel, um die Leiche deines Bruders zu bergen. Nun tue ich es wieder, für dich und ganz Svartalfheim. Unfug! Du tust nichts aus reiner Nächstenliebe. Ich weiß, worum es dir geht. Ich weiß alles über deinen jungen Baldr. Ich habe Ohren, weißt du? Selbst in meiner Trauer. Also tu nicht so, als wärst du wegen uns hier, weil ich... Verlangst du von mir, meinen eigenen Sohn aufzugeben und mich nur eurer Rettung zu widmen? Na gut, wenn du es so sagst. Ich brauche Zeit. Ich trauere noch, verstehst du? Lass mich darüber nachdenken, ja? Nur ein bisschen. Klingt nach einem Deal. Wir warten. Ich sollte zu Brock und sehen, ob er wieder zu Sinnen gekommen ist. Wenn nicht, muss ich ihn wohl stärker ermutigen. Oh, sei doch nicht so, Mensch, der hat gerade seinen Bruder verloren. Ach, verdammt, jetzt bin ich wieder zu weit. Hui! Das sind die besten Werkzeuge, derer du je gewahr werden wirst. Wie schön, dass ihr miteinander auskommt. Sag, Brock, wirst du die Aufgabe annehmen? Ich habe wohl kaum eine Wahl. Das Letzte, was ich brauche, ist ein göttlicher Arschtritt. Möge dies der Anfang einer wunderbaren Freundschaft sein. Sei nicht so gehässig. Um den Hugakehr zu untersuchen, brauche ich das allerbeste Werkzeug. Leider mangelt es hier daran. Böse. Ich habe hier mehr Zeug, als du bemäkeln kannst. Wohl kaum. Na, Elsa. Wenn du etwas findest, mit dem du nicht umgehen kannst, frag einfach. Tja. Eher lehre ich dich, wie du dein eigenes Werkzeug benutzt. Zankende Zwerge. Wie ungewöhnlich. Asa, da bist du ja. Was? Du gibst dich mit deinem Feuergeist ab? Nicht das wieder. Was gibt es zu berichten? Meine Stiefmutter ist stur.
Ich darf sie nicht zu sehr drängen, sonst wird sie misstrauisch. Sieht sie keinen Wert in dem Handel? Das schon. Doch noch fehlt der Wille. Ich verstehe nicht. Der Hugerkerl ist nahezu unzerstörbar. Du hingegen bist es nicht. Danke. Sie glaubt, mich fangen und töten zu können, um an den Hugerkerl zu kommen. Die Zeit ist auf ihrer Seite. Dann muss ich ihr diesen Irrglauben austreiben. Was, wenn ich zu einem wahren Störenfried werde? Einen, den man nicht übersehen kann. Sin Mara bereitet sich auf Vaters nächsten Feldzug vor. Aber wenn ich ihre Pläne störe, zwingt es sie vielleicht an den Verhandlungstisch. Das klingt recht gewagt. Einst plante ich den Mord an Ymir und führte ihn auch aus. Welch Wagnis soll mich schrecken? Tja, wenn du das so sagst. Wo muss ich zuschlagen? In der Affelwartmühle baut meine Stiefmutter ein seltsames Heer auf. In Jöfursmithja züchtet sie Kriegsbestien. Und Skippertorp ist schließlich ihr Versorgungslager. Ich kümmere mich um die drei. In der Zwischenzeit kehre ich nach Eitri zurück. Ich lasse dich wissen, sobald meine Stiefmutter sich zugänglicher zeigt. Ich komme wieder, wenn ich fertig bin. Und dann erwarte ich Antworten zum Hugerkehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mit Acer gibt noch mal eine Überraschung. Ich glaube, hier konnte ich überall plündern, nur hier halt nicht. Dann gehen wir mal hier hin. Wieso kann ich mich nicht direkt auf mein Schiff teleporten? Es gibt viel zu tun. Ba, 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 ba. Muss umdrehen. Warum sollte ich das alles alleine machen? Los geht's! Ich habe mich schon gewundert, was das für Dinger sind. Ich habe sie damals kaputt gemacht, weil ich dachte nicht, dass da plötzlich noch mehr Gegner rauskommen. Ich war gar nicht so weit davon entfernt. Alter, wie viele gibt's denn hier? Komme ich von hier drin auch weiter? Ja. Das geht schnell. Das stimmt. Da. Wir ignorieren mal, wo Eivor immer hinsticht. Mir ist das Spiel gerade abgeschmiert, warum auch immer.
Ich hoffe, dass es jetzt läuft. Auf jeden Fall sehe ich schon, dass ich wieder schön von vorne anfangen darf. Aber naja. Hier sind noch mehr. Ja gut, so mach mal bitte die eigenen Attrappen kaputt. Gut, Attrappen falsch gesagt, ihr wisst schon. Hier drin sind auch noch sehr viele. Ach, das ist eine von meinen. Meinst du schon, Zinmar? Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf meine Rache für Frieden. Ey. So, dann geht's als nächstes hier runter. Landgang. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass da direkt hinter mir noch Land ist. Auf zur Kartmarkierung und ihr fahrt direkt in das Rad, ihr Depp. Was stimmt mit mir nicht, was stimmt mit euch nicht? War das Rad so unauffällig? Nein, hier plündern wir jetzt nicht, wir fahren weiter. Brave men slain Valkyrie away.
Reward for strain to all her pain. Then horns resound the mighty horn. Die Bestien, bin ich ja mal gespannt, was sie da für Kriegsbestien züchtet. Okay, hier sind die Vorräte. Irgendwelche habe ich sogar schon kaputt gemacht. Ah, hier, ich sehe schon. Nein. Schön dagegen. Oh, jetzt kommt schon was rein. Nee, auf Zwerge schieße ich nicht. So sieht der Boden also von unten aus. Verdammt. Ich geh dich hier unten mal schnell retten. Was machst du hier im Schiff drinne? Ja, wiederbeleben. Danke. Du stirbst. Befestigtes Lager, da! Ja, das haben wir geplündert, Leute. Oh, da ist was Neues im Codex. Personen. Ah, Sindri, einer der legendärsten Zwergenschmiede, zwar Falterhims und mit seinem Bruder Brock Teil eines mythischen Duos. Er zeichnete für die Schaffung von Schätzen der nordischen Sagenwelt die Mjölnir, Bullinbursti und Draupnir verantwortlich. Ja, Mjölnir ist Thors Hammer, Bullenbosti ist der Ewe, auf dem ich durch die Gegend reite, und Draupnir war, glaube ich, so ein Schlachtschiff, was man mit sich rumtragen konnte, sozusagen. Sindri wird oft als klügerer der beiden Brüder angesehen. Die Inversion von Muspels Feuer verkraftete er schlechter als viele anderen und wurde draufgängerisch und nihilistisch. Brock, als einer der legendärsten Schmiede Svartalfheims, war er zusammen mit seinem Bruder Sindri für die Schaffung von Mjölnir und anderen Schätzen der nordischen Mythen verantwortlich. Der einzige Marke Mjölnirs, sein kurzer Schaft, suchte Brock heim und blieb ein Streitpunkt bei jedem Aufeinandertreffen mit anderen Schmieden. Ja, das war Lokis Schuld. Wo musste ich hin? Da musste ich hin. Hui! Ich hab grad gelesen, pass auf, welche Pilze da ist. Manche sind tödlich, manche sind giftig, manche sogar tödlich, sogar köstlich. Stand sogar tödlich und ich lese sogar köstlich. Ja, Eivor, raus da. Raus da. Muss ich wieder einmal rum. Das hatte ich vergessen, dass man, wenn man hier runterspringt, direkt eine Runde rum darf.
Ach, scheiße, da komme ich. Oder ich komme doch da runter. Eisen, die rennen doch hier auch wild in der Gegend rum, oder? Das Teil hole ich direkt mal runter. Bevor die hier wieder so ein Vieh aus der Lava holt. Schon. Zitrone holen dich. Das glaube ich nicht. Raus. So, du kommst auch mit raus. Würd ihr mal aufhören, so auszurasten? Hier ist offenbar nichts mehr. Dann suchen wir mal weiter. Hier. Jetzt kriegt euch mal wieder ein. Jetzt müssen wir nur noch verhindern, dass neue gebaut werden. So, wo sind die Pläne? Hier oben? Ja. Hey, aber!
Na, nimm mit. Nimmst du bitte die Pläne? Ginge das? Ach so, ich soll sie verbrennen. Stimmt. Ohne diese Aufzeichnungen ist Schluss mit der Bestienzucht. Das war's mit den Schweinereien, Simba. Ha, der Witz war gut. Sobald Balder frei ist, werden wir beide uns an dem gebratenen Fleisch dieser mächtigen Schweine laben. Nun wird Sinmara verhandeln. Balder gegen den Hugelkehr. Und dann werden er und ich ihn uns zurückholen. Was sagst du dazu, Kumpel? Wird es so kommen? Wage es ja noch zu bezweifeln. Stolz der Esir. Ich habe etwas über den wahren Zweck des Hugelkehrs herausgefunden. Meine Zukunft könnte davon abhängen. Da, ab in die Zuflucht. Die haben bestimmt was rausgefunden. Hoffentlich haben die Zwerge etwas über den wahren Zweck des Hugelkehrs herausgefunden. Meine Zukunft könnte davon abhängen. Ragnarök ist unausweichlich, ihm zu entkommen unmöglich. Und doch weiß ich eines, nichts ist unmöglich. Da wäre ich vorsichtig. Hallo, Leute. Oh, du bist zurück. Sinmaras Pläne liegen in Scherben. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Die Frage wollte ich euch auch gerade stellen. Ich hoffe, ihr wisst nun, was das Ding tut. Kein Schimmer. Diese Lichtalben und ihre Vertragten. Ihr habt nichts herausgefunden? Wofür er auch gut ist. Die Macht, die er enthält, nun, sie umfasst mehr als das, was du gesagt hast. Und was? Nun, vor allem befindet sich ein verdammter Zwerg da drüben. Jemand, den wir kennen? Nein. Sindri. Und es ist auch nicht wichtig. Die Huge von Zwergen haben nicht viel Gewicht. Nicht mal meiner. Und was enthält er nun? Jedenfalls nicht normal wegen Kalder und irgendeinen Zwerg, für den sich niemand interessiert. Na, unsere gut. Beiden Kumpels sind was doch da auch die drin. Geschichten, wozu die Hugelkehr da sind? Die Hugelkehr belebten sie, aber es war die Zauberei, die ihnen ihren Sinn gab. Und dieser Zauber war für jeden anders. Zauber, so wie Seder? Nein, irgendein Albenscheiß, über den niemand mehr etwas weiß. Na toll. Außer Sort. Ach, dieser Feuergeist hat sich gemeldet. Und? Deine Ränke tragen Früchte. Sinmara ist bereit zu verhandeln, wenn du ihr dann aus dem Weg gehst. Wo? Bei der Brücke, die nach Vegard führt. Entzünde das Leuchtfeuer und sie kommt mit deinem Jungen heraus. Die Macht, die dem Hugelkehr innewohnt. Sie darf nicht in Sorts Klauen fallen. Ja, ich hole ihn zurück, wenn Balder in Sicherheit ist. Wird zu spät sein, wette ich drauf. Der beschwört Ragnarök rauf, bevor wir irgendwas machen können. Jetzt sind wir hier bei diesem Scheiß. Dieses Gefängnis hat mir Schwierigkeiten gemacht, das komplett zu plündern.